Hey ho und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Monster Hunter World. Letzte Folge hatten wir den Kettenblitz. Und diese Folge, ich gehe immer wieder darauf. Diese Folge nehmen wir uns den Eisenüberfall. Eine Fernkampfwaffe, bei der Mobilität für mächtige Angriffe geopfert wird. Ja, würde ich mal, ne, mitnehmen. Wir haben ja schon einige vollhauen. Okay, dann können wir hier auf jeden Fall schon mal noch was machen. Detonation nehmen wir auch gleich mal wieder mit. Döner und das Gift nehmen wir mit. Ja. Zack. Zack. Du gehst darüber. So. Okay. Also, jetzt haben wir so ein, wie nannte sich die Waffe? Ganz doof, Eisenüberfall. Eisenüberfall haben wir jetzt mit. Handelshof runter. Wir wollen natürlich ordentlich mal was, ne? Ach, ich gehe schon wieder zu dieser Tafel. Ich nehme zur Verständnis, ich nehme die ganze Woche nacheinander die Folgen auf. Und ich, egal, je nachdem, ne, ich laufe jedes Mal hier wieder runter. So, wir holen uns heute wieder ein Groß hier, krass. Einfach, weil wir damit ein bisschen mit Schusswaffen dann ein bisschen besser agieren, finde ich. Beim Großjagras als beim Kuluyaku. Ich finde es auch geil, das ist so ein Gewehr, das ist eigentlich total auseinandergeklappt. Das klappt man dann zusammen. So, jetzt versuche ich es nochmal mit Puggy. Ja, geschafft. Yay. Hochheben. Das ist jetzt meins. Das bringe ich jetzt einfach in mein Zimmer. Ah, schade, kann ich nicht ins Zimmer bringen. Okay. Dann bereit. Ein Schweinchen. Einfach mal ein fettes Schwein gezähmt. Ein eigenbrötlerischer Engler, der in dem alten... Egal. Wow. So. Zack und zack. Gleich mitnehmen. So, wir haben hier natürlich die nette Suche nach dem etwas, ne? Hier, zack. Zack. Nein. Nein. Den da. Den wollen wir. Und er kommt direkt hier auf die Ecke zu. Sehe ich gerade. Er will hierher. Das finde ich doch schon mal sehr hilfreich. Das schwere Bogengewehr ist eine mächtige Fernkampfwaffe, die mit besserer Munition größeren Schaden anrichtet. So. Einmal den Feld. Giftungsaspekt hier mal
So. Oh oh. Der hat hier Detonation dran. Hehehe. Man sieht, er hat schon, er ist schon die ganze Zeit vergiftet. Alter, könntest du mal bitte mich hier in Ruhe lassen? Wäre ich ganz würde ich ganz, ganz, zack. Ja. Man sieht, es ist ein, kann auch ein MG werden. So. So, dann wollen wir mal ihm nach. Wie gesagt, man sieht, es ist auch ein MG. Ein ordentlich nettes MG. Na komm. Achso, Asthmatiker wieder. Wieder so ein nerviger Asthmatiker hier. Könntest du mal nicht abhauen? Würde ich ganz positiv finden. Wenn du jetzt mal nicht abhauen würdest. Ist nicht mein Freund hier. Und Kupferstecher. Jo. Geht zu weit. Okay. Ist zu weit weg. Anscheinend geht das nicht allzu gut.
schön viel Schaden raushauen. Du willst Stress? Kannst du haben, mein Freund. Kannst du haben. So. Achso, das ist unser. Okay. Großjackers. Schnell. Alles mitnehmen, was wir kriegen können. Zack. 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 Was willst du denn hier eigentlich? Ach, schade. Ich wollte gerade losfeuern. Ah, schön. Die Waffe ist nett. Die Waffe ist sehr nett. Ja, wieder einiges an Material, ne? So. Ching, ching. Das Brechen von Monsterteilen. Wenn du Angriffe auf bestimmte Körperteile fokussierst, können sie zerbrechen, das Monster schwächen und manchmal seine Mobilität und Angriffe einschränken. Einige Materialien enthält man nur durch das Zerbrechen bestimmter Teile. Erhält man. Okay. Erhält man. So. Schauen wir mal schnell noch, was wir aus diesem netten Gewehr machen können. Ne? Schmiede. Zack. So. Wir können. Ja, verbessern. Dann dies. Eisenüberfall. Der Eisenüberfall. Den können wir in Eisenüberfall 2 natürlich verbessern. Dann können wir ihn in Eisenüberfall 3 verbessern, den wir wiederum verbessern können. Oder wir machen den Eisenüberfall 2 zu einem Aquaüberfall 1, den wir dann in 2 verschiedene umbauen können. Oder wir machen einen Yakras-Überfall 1, den wir wieder in 2 verschiedene umbauen können. So, im Knochenbaum können wir die Knochenknarre 1 machen, die wir zu 2 aufstufen können. Die wir zur 3 aufstufen können, die wir dann weiterentwickeln können noch. Oder wir machen die zu einer blühenden Knarre 1, die wir in 2 verschiedene umbauen können. Oder wir machen es einfach zu einem anderen, die ich noch nicht kenne, die wir dann wieder zu einem anderen machen können. So, das erstmal zum Eisenüberfall. Wichtig hierbei ist natürlich auch, dass ihr wieder Munition dabei habt, wie bei dem Kettenblitz. Denn die Munition ist halt, muss halt gegeben sein. Ne? So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein. Ja, heute mal eine kürzere Folge, je nachdem, wie man Lust und Laune hat natürlich. Ich würde mich tierisch gut freuen, wenn, ich würde mich monströs gut freuen, wenn ihr natürlich Feedback in den, also konstruktiven Feedback in den Kommentaren schreibt. Ebenfalls würde ich mich über jeden Like freuen, also sprich, ist der Finger oben, wird man euch loben. Und natürlich über jeden Abonnenten freue ich mich ebenfalls. Aber ihr wisst, ihr könnt, ihr müsst nicht. Also tschüss, ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Jäger Lewoski-san.